Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP und wie eine Wolke im Wind mache ich zügig weiter. Wir sind in der Flaumwandler-Galaxie. Und ich bin mal gespannt, was wir... Oh Gott! Hier zu tun haben. Was zum Henker. Der kann ja richtig weit springen in dieser Wolkenform. Wow! Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, oder? Egal. Na, was sagst du uns? Mit Wind? Auf Wolke? Was? Ups. Ja, das war jetzt eine Wolke zu viel, aber egal. Ah! Ja, das war eigentlich klar, dass das passieren musste. Nein. Was zum Henker passiert hier nur? Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, und Münzen für uns. Wow! Und was war das gerade? Das konntet ihr wahrscheinlich nicht hören, aber meine Wii-Fan-Bedienung hat mir dafür, dass ich alle Münzen bekommen habe, gerade gratuliert. Kein Witz! Habt ihr wahrscheinlich aber gerade nicht hören können. Wow, und alle Münzen, das dürfte doch unserem Luma hier freuen. Einem Münzluma. Ich bin so hungrig, gibst du mir 30 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Aber sicher. Ha, geowned, verarscht. Ich habe nämlich gar keine. So, toll. Wo sollen wir die jetzt herbekommen? Ja, ist mir wurscht. Wer weiß, was das wieder für ein Mist ist, was wir dann machen müssen, wenn wir dich hier wieder mit Münzen füttern. Nee, lass mal gut sein. Da gehe ich lieber hier hoch. Und zeige euch nun endlich mal, was es mit diesem Warps auf sich hat. Wir müssen uns nämlich drehen, um da reinzukommen. Und schon kommen wir in so eine Art Bonus-Level, wo wir uns nur begrenzte Zeit drin aufhalten dürfen. Dafür dann aber Power-Ups und ähnliches bekommen, Sternteile, Münzen und so weiter. Hier kann man sich dann ein bisschen auffüllen, falls man Energie verloren hat oder noch Sternteile benötigt oder sonst was. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel die Münzen für den Luma sammeln können noch, wenn ich jetzt ein bisschen besser gespielt hätte, aber... Das will ich jetzt nicht machen mit dem Luma, sag ich ganz ehrlich. Das können wir später nochmal irgendwann machen. Ich will jetzt hier erstmal weiter im Text. Ja! Stimmt ja, die bleiben ja nur begrenzte Zeit. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Und rein mit dir, Mario. Und der nächste Checkpoint. Juhu! Ja! Und... Als nächstes geht es hier entlang. Juhu! Wie eine Wolke im Wind. Oh, wie ein Vogel, der zu blöd ist. Haha. Fuck. Mario? Mario? Oh Gott. Da, das wäre gerade schief gegangen. Beinahe. Aber nur beinahe. Bei mir geht ja nicht schief, weil ich bin ja bekanntermaßen... Pro-Gamer! Seht ihr? Bei mir geht nicht schief. Bei mir ist das alles beabsichtigt. Mensch, wir haben so viele Leben, da können wir doch ruhig mal wieder eins verlieren. Was war denn das? Scheiße. Gott, hoch mit dir. Ich will jetzt keine Ausflüchte mehr hören, Mario. Ja. Oh Gott, fetter Vogel. Weh, du machst unsere Wolke kaputt. Ich glaub's hackt. Wandsprung auf du! Super! Das habe ich ja prima gemacht. Fuck! Fuck, ich hatte keine Wolke mehr. Warum sagt mir das keiner? Fail number two. Mann, ich glaub's nicht. Das darf nicht wahr sein. Die Stelle ist so leicht und ich versage hier gleich zweimal. Warum? Wieso nur? Warum passiert mir so etwas? Warum? Jetzt!
Nein! Ich glaub das nicht! Wie? Ich hab die Wii-Fernbedienung gedreht. Warum hat er nichts gemacht? Nein, wir machen keinen Cut. Wir machen es jetzt nochmal. Und wenn ihr es noch 10-mal sehen müsst... Das ist einfach nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Das ist doch so einfach hier. Das ist wirklich nicht schwer. Das kann nicht so schwer sein. Aber ich weiß auch gar nicht, wie weit ich noch springen muss, ehrlich gesagt. Das ist immer so eine... Jetzt aber! Und jetzt aber! Was zum Henker? Ja super, wie soll ich denn jetzt noch an die Wolke rankommen? So zum Beispiel. Oh, Kometenmünze, nein! Oh! Die will ich haben. Die will ich haben. Auch auf die Gefahr hin, dass wir wieder... Ja, die haben wir. Sehr gut. Oh, ich glaube das einfach nicht. So, komm. Weiter geht's im Text. Ich will die Schande von eben wieder gut machen irgendwie. So. Mann, war das jetzt so schwer, Mario. Ich glaub das einfach nicht. Das ist voll der Fail-Part jetzt, aber was soll's. Wir haben zumindest einen Stern. Oh. Ich glaube, es ist an der Zeit für mich, eine kleine Pause zu machen. Ich habe jetzt ziemlich viele Parts hintereinander aufgenommen und das merkt man mir langsam an. Das steckt mir in den Knochen. Oh, was haben wir denn jetzt für eine nächste Galaxie? Sieht aus wie eine Schneewelt. Ach, aber jetzt muss der erstmal wieder labern. Wen haben wir jetzt an Bord? Shane, du solltest dich darum kümmern, ihn zu füttern. Shane, schließlich bist du der Boss auf diesem Schiff. Moment mal. Ich bin der Steuermann. Es war nie davon die Rede, dass ich jetzt hier auf einmal Befehlsgewalt habe. Und wenn doch, dann verlasse mein Schiff. Sofort. Gut, gehen wir mal in die Röhre und gucken wir mal, was der Luma da für uns hat. Vielleicht ist es ja was Feines. Das frisst auch ein bisschen Zeit. Da muss ich jetzt nicht in eine neue Mission noch hier für die letzten 3 Minuten. Das war in irgendeinem Ohr. Ne, bei irgendeinem Ohr von Mario ist diese Röhre aufgetaucht. Ich denke mal hier bei dem rechten. Ja, genau. Hä? Machen wir erstmal hier. Mann, wieso kriege ich nie ein extra Leben? Wir haben doch jetzt wirklich genug verloren in dieser Mission. Da wäre doch mal wieder eins drin. Oh, was ist das? Glücksspiel? Okay, mach mal. Lalala, lalala, willkommen im Luma-Laden. Möchtest du einmal würfeln für nur 30 Sternteile? Aber gerne. Bin mal gespannt, was ich bekomme. Ich habe da so ein gutes Gefühl. Ja, Verwandlung. Ich habe da so ein gutes Gefühl. Daddy braucht ein neues Paar Schuhe. Los. Auf geht's. Alive. Ich wollte eigentlich 3. Ach, super. Aber egal. Zumindest ein weiteres extra Leben und dafür 30 Sternteile abgeluxt bekommen. Aber was soll's. Scheiß drauf. Hast du noch einen Brief für uns? Nein, du hast keinen Brief. So, ich glaube, die nächsten Sternteile, die liefern wir noch schnell bei unserer Bank ab. Nicht, dass die mir die wieder irgendwo... Ach nein, das ist ja nicht die Bank. Ja, komm. Die liefern wir jetzt mal ab. Nicht, dass wir die wieder irgendwo verplempern. Wer weiß, wann der nächste Gourmet-Luma auftaucht. Wow, ich habe einen tollen Bonus von 2 Sternteilen bekommen, weil ich so vertrauensvoll Sternteile gelagert habe. Ist ja geil. Jetzt haben wir 407 Sternteile. So. Ja, einlagern bitte. Ja, kannst du ruhig alle da drauf, Mario. So, zack. Obwohl, naja, vielleicht behalten wir mal lieber so 10 oder so.
Genau. Oh, er hat im Lager was für mich gefunden. Ein Extra-Leben, sehr schön. Ja, dein Lager ist wirklich ein voller Erfolg, solange du mir dafür was zurückgibst. Sehr schön. Gut, ein weiteres Extra-Leben. Und weil ich gerade ziemlich gespannt bin, was uns bei der Eiswelt erwartet, schauen wir uns die mal an und verabschieden uns für diesen Part. Bis zum nächsten Mal.